أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. وفيك الله، قال شنب ولا بس تسقط أجباء أنت بيتادم وفيتم صلى الله عليه وسلم بلايدش وكاريكاتورم. Was ist das Urteil über jemanden, der den Propheten Muhammad s.a.w. beleidigt oder Karikatur macht? Das Urteil ist, dass er ein Kafir geworden ist. Wie Allah azza wa jalla sagt, أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Macht ihr euch etwa lustig über Allah, über seine Zeichen und über den Gesandten? Entschuldigt euch nicht, ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Deswegen, wenn jemand nicht betrunken ist und sich lustig macht über den Propheten oder nach Einnahme von Drogen, das heißt, er ist benebelt, wenn er das mit klarem Kopf sagt, er weiß, was er sagt, er hat das ausgesprochen, freiwillig, nicht mit Zwang, dieser ist ein Kafir mit Ijma aller Gelehrten. Wenn er sich lustig macht, nicht nur über den Propheten, über die Religion und über Allah Azza wa Jalla. Es gibt Leute, die fluchen über Allah. Sowieso jemand, der über Allah flucht. Und wie gesagt, er hat keine Drogen oder sonstiges eingenommen. Er weiß, was er sagt. Dieser ist ein Kafir geworden. Subhanallah, du siehst die Leute. Er sagt, die ist mir so ausgerutscht. Eine Frage. Vor der Polizei, wenn sie vor dir stehen, rutscht dir da auch so einiges aus? Oder kannst du dich da zurückhalten? Da kann er sich komischerweise zurückhalten. Ne? Wenn einer vor ihm steht, der 3 Meter groß ist und 2 Meter breit, da kann er sich sehr gut kontrollieren, komischerweise. Aber wenn es um Allah geht, da kann er sich nicht kontrollieren. Wen beschimpfen diese Leute? Nur sich selber. Möge Allah uns bewahren.